Shepard? Ich sehe sie. Springen! Whoop. Dieses Geräusch. Oh, Clayton. Runter! Oh, oh. Los! Oh, so ein Blödsinn. Clayton weiß noch nichts davon. Cerberus hat das Shuttle abgeschossen. Alle zurück zum Fahrstuhl! Shepard, was geht hier vor? Shepard blockiert uns, er gehört zu Cerberus. Ganz ruhig. Ich mach das. Alle beruhigen sich. Sie machen einen Fehler. Udina ist, ich weiß es auch nicht. Ich kann alles erklären. Sie bedrohen einen Ratsherrn. Das sieht nicht gut aus. Nicht schießen, auf keinen Fall. Es ist keine Zeit zum Verhandeln, sie wurden alle getäuscht. Udina steckt dahinter, der salarianische Ratsherr hat es bestätigt. Dafür haben sie keine Beweise, wie üblich. Im Fahrstuhlschacht hinter uns sind Cerberus-Soldaten, die sie alle erschießen, sobald sie die Tür öffnen. Wir haben Shepard schon mal misstraut. Ein großer Fehler. Für Debatten ist keine Zeit mehr. Ich deaktiviere das Schloss. Wehe, ich muss das bereuen. Niemals. Udina, weg da von der Konsole! Zum Teufel damit! Was? Eine Waffe! Nein, 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 nein. Schießen wir. Es gibt keine andere Möglichkeit. Den Rat zurückholen und die Tür sichern. Die Entscheidung würde ich nicht anders treffen wollen. Die Tür! Schnell weg da. Kannst nicht riskieren, dass schon wieder irgendjemand... Bailey? Ach, okay. Schneller ging's nicht, Shepard. Anscheinend haben sie bereits alles im Griff. Mhm. Etwas stimmt nicht. Sie sagten, Cerberus sei hinter uns her. Wo sind ihre Soldaten? Cerberus war hier. Aber sie sind in die Keeper-Tunnel geflohen, als sie gemerkt haben, dass wir kommen. Tut mir leid, Ratsherrin, ganz offen. Shepard hat sie gerade alle gerettet. Jetzt haben sie mein Leben schon zweimal gerettet, Shepard. Ich stehe persönlich und im Namen von Pelevan in ihrer Schuld. Ich mache nur meine Arbeit als Spectre. Du. Sie schulden mir gar nichts. In Zeiten wie diesen müssen wir zusammenhalten. Commander. Haben Sie eine Ahnung, was der Unbekannte damit bezweckt hat? Nein, weiß ich nicht. Aber ich finde es raus. Es war eine brenzlige Entscheidung. Die wichtigsten Personen sind evakuiert und jetzt müssen wir einen Tunnel und 1 Million andere Orte sichern. Bewegung! Was zur Hölle ist diese Kameraeinstellung? Der Kai Leng ist nicht gut. Es verlief nicht nach Plan. Der Rat kontrolliert die Citadelle noch und Udina ist tot. Udina war entbehrlich. Und was jetzt? Es laufen schon andere Pläne. Ich informiere sie bei ihrer Rückkehr. Es überrascht mich, dass Shepard die Oberhand behalten hat. Kommt nicht wieder vor. Oh Gott. Mal sehen. Kai Leng, ausschalten. Die Citadel hat schon wieder einen Angriff erleben müssen. Und er lebt Wir haben noch. Jeden Zentimeter dieser Tunnel durchsucht, Shepard. Ihr Cerberus-Kumpel ist nur Schall und Rauch. Er kommt bestimmt wieder raus. Er kämpft gerne. Wir sehen ihn wieder. Verzeihung, aber ermuntern tut mich das nicht. Wir können ihn nicht mal identifizieren. Er hat eine VI ins Citadel-System eingespeist, die alle Aufnahmen von ihm löscht. Er hat wohl nicht darauf vertraut, dass Udinas Plan aufgeht. Übrigens, ihr Freund Thane ist im Huerta-Krankenhaus und muss operiert werden. Es gibt wohl, Komplikationen. Welche Komplikationen? Wird er es denn schaffen? Sie haben anscheinend auf der Citadel nicht viel Drellblut. Ich habe seinen Sohn Kolyat verständigt.
Die Blutgruppe passt, aber ich weiß nicht, ob er rechtzeitig da war. Hoffen wir's. Der Weg zum Krankenhaus dürfte sicher vor Cerberus sein. Wenn Sie ihn sehen wollen, dann besser jetzt. Danke, Commander. Bin unterwegs. Oh, und der salarianische Ratsherr sagt, er sei ein Held. Naja, vielleicht macht es das leichter für ihn. Hm. Komisch. Können wir mal mit ihm reden? Seit dem Cerberus-Angriff haben wir Unmengen von Arbeit. Es macht uns wirklich zu schaffen, dass Odina zusammen mit Cerberus den Rat ermorden wollte. Es sind dunkle Zeiten für uns alle. Ihre Verletzungen? Wie geht es Ihnen? Ich dachte, Sie wären im Krankenhaus. Solange ich atme, arbeite ich. Das war bislang meine schlimmste Verwundung. Aber sie passt zum Zustand der Galaxie. Cerberus täuscht sich, wenn Sie glauben, dass mich ein paar Kugeln aus dem Spiel nehmen. Kann die Station verteidigt werden? Die interne Sicherheit wurde wiederhergestellt, aber wir haben gefährlich wenig Männer. Wir verhören unsere eigenen Leute, um rauszufinden, ob Odina allein war, aber das dauert. Ich würde sagen, wir sind zwar noch angreifbar, machen aber Fortschritte. Und Odina? Haben Sie bei Ihrer Arbeit für Odina nie Verdacht geschöpft? Komisch kam er mir schon vor. Das Verräterschwein hat mich sicher für einen Idioten gehalten. Leider nicht ganz zu Unrecht. Er ist tot und Sie sind noch da, Bailey. Genau. Das verdanke ich Ihnen. Ohne Sie würden Odina und Cerberus jetzt auf meinem Grab tanzen. Ja, ich frage mich, wenn ich jetzt nicht geschossen hätte, was dann passiert wäre. Der Krieg? Wie geht die Citadel jetzt mit dem Krieg um? Der Krieg hat uns erreicht. Wir können uns das kaum vorstellen, obwohl wir eigentlich immer das Unerwartete erwarten. Nach dem Putschversuch haben sich die meisten Leute zurückgezogen. Es wird viel gebetet und geweint. Sie sagen, dies sei der letzte Krieg von allen. Bisher spricht nichts gegen diese Sichtweise. Keine Zeit zum Ausruhen. Viel Glück, Bailey. Ja, für Sie auch, Shepard. Oh Mann. Also, die Sicherheit ist teilweise wiederhergestellt, aber es ist gefährlich. Man sieht wirklich überall nur noch die Leute. Ja klar, es gibt momentan keinen Ratsherrn. Es gibt ein Problem, Boss. Cerberus hat seine Chiffrierung geändert und unsere Codeknacker machen im Moment keinerlei Fortschritte. Unsere besten Teams arbeiten zwar in Schichten daran, aber bis die Sicherheit der Citadel-Systeme gewährleistet werden kann, wird noch etwas Zeit vergehen. Wenn wir einige ihrer Verschlüsselungstools hätten. Oder vielleicht ein paar Beispielcodes. Ich verstehe. Wir versuchen es weiter. Das kriegen wir bestimmt irgendwie hin, dass wir die finden. Erstmal wieder in unser Citadel, in die Citadel, nee, warum sage ich Citadel? In die Spectre-Station gehen. Kommandische Truppen haben sich den Turianischen Flotten bei der Verteidigung der Volos-Heimatwelt Irone angeschlossen. Die Kroganische Infanterie, ausgestattet mit Umweltanzügen, wurde über wichtigen Städten abgesetzt, um die Bodeninvasion der Reaper zurückzuschlagen. Sprecher des Wohlprotektorats begrüßten... Okay, hier ist nichts Neues. Hier können wir allerdings eine neue Information kaufen und sogar besonders gute Sachen. Haben wir das nicht schon? Aber es verbessert das Ganze nochmal. Auch wenn es etwas teurer ist als die normalen Sachen, kaufe ich sie. Aufladetempo der Kräfte, Präzision nochmal um 25% oder insgesamt um 25% und Wärmeeinheitsstabilisatoren. Die salarianische Kolonie Senokul hat Probleme mit der Energieversorgung, die ihre Eierinkubatoren gefährden. Die Kolonie muss evakuiert werden, wenn sie keine verbesserten Wärmeeinheitsstabilisatoren erhält. Der Verlust einer Kolonie würde die Schwierigkeit erhöhen, salarianische Unterstützung für die Kriegsbemühungen zu bekommen. Wärmestabilisierungstechnologie der Hana kann für eine Schutzgebühr erworben werden. Das machen wir. Noch habe ich nicht genug Geld für die Black Widow. Mal gucken, ob wir die jetzt sofort abgeben müssen irgendwo oder ob es automatisch passiert. Was heißt sofort? Wir können es natürlich auch später machen. Puh, erstmal hier mal weiterlaufen. Meine Frau wurde gerade in den aktiven Dienst zurückgeschickt. Oh. Und für mich soll es auch bald losgehen. Man hat mir gesagt, sie könnten mir vielleicht helfen. Natürlich. Sie sind Niutas Partnerin, richtig? Ich, ja. Woher wissen Sie das?
Wir haben Informationen über die Identität aller permanenten Bewohner der Citadel, die eine offizielle Verbindung mit Asari unterhalten. Aha. Sollte jemand diplomatische Unterstützung benötigen, können wir schnell Hilfe leisten. Das ist ja wunderbar. Dann können Sie mir auch dabei helfen, meine Tochter zur Familie meiner Frau zurückzuschicken? Ich fürchte, das könnte sich als schwierig erweisen. Okay. Oh, Elcor. Seltener Anblick, weil sie so groß sind. Verdammt. Wie sollen wir die Schritte eines Feindes vorhersagen, den wir nicht verstehen? Umleiten zu... Oh, Mist. Haben wir irgendwelche KI-aktivierten Fragmente der Sovereign? Reaper-Code, den ich analysieren könnte? Nicht? Gut, dann manövrieren sie unsere Flotte eben weiterhin aus und stecken die nächsten Asari-Welten an. Wow, ich wurde weggeschoben. Gerade einfach so. Okay, wir haben momentan keine Daten darüber. Boah, und überall sind die. Was ist mit Avina? Irgendwelche Änderungen? Willkommen zurück in der Menschenbotschaft, Commander Shepard. Wie kann ich helfen? Okay, nicht wirklich. Das war's. Wenn Sie weitere... Hier geht richtig was ab, hä? Die beschweren sich alle, man hört's nur nicht. Hier irgendwas? Volus, Turianer und Mensch? Nein. Oh Mann, immer mehr Planeten werden eingenommen. So langsam wird es ein bisschen problematisch. Von unten nach oben. Einen Moment, bitte. Puh, also den ersten Angriff hat die Citadel noch überstanden. Ankunft im Präsidium Unterhaus. Sollte ich hier überhaupt hin nach dem Kampf? Ich weiß nicht, ob es mir was bringt, ob irgendwas sich verändert hat. Hören Sie, ich habe mir etwas überlegt. Und nein, es kann nicht warten, bis ich wieder im Dienst bin. Das Hesperia-Zeitalter. Die Statuen von damals sind legendär wegen ihrer präzisen proteanischen Inschriften. Würde uns das nicht vielleicht helfen? Ja, ich weiß, dass der Athene-Nebel gesperrt ist, aber das geheime Projekt. Jede Information über die Proteaner, die wir finden können, wird dringend gebraucht. Ich habe keine brauchbaren Bilder gefunden, aber bedenken Sie doch, wenn diese Statuen uns helfen könnten, nach so langer Zeit... Praktisch wäre es auf jeden Fall. Wow. Es ist mein Geld und ich löse mein Konto auf. Ihr Konto hilft, die Verteidigung der Citadel zu finanzieren. Wenn Sie es auflösen und das Geld unter Ihrem Bett verstecken, schadet das den Kriegsbemühungen. Und wenn Cerberus wieder angreift und die Citadel erobert, ist mein Geld weg. Meine Risiken trage ich lieber selber, besten Dank. Sie verlassen also die Citadel? Zur Zuflucht vielleicht? Wenn Sie dem Rat vertrauen, bleiben Sie hier. Hm. Warum sollte ich ihm vertrauen? Er konnte Cerberus nicht aufhalten. Was will er dann gegen die Reaper anrichten? Gar nichts. Wenn Sie Ihr Geld nehmen und sich verkriechen. Hm, aber irgendwie hat er trotzdem recht. Es ist sein Geld. Haben Sie Parlament gesehen? Oder die Erde? Sie können diesem Krieg nicht entfliehen. Und hier haben Sie wenigstens den Rat, der für Sie kämpft. Aber für diesen Kampf... wird Geld benötigt. Geld, das diese Bank dem Rat mit Konten wie dem ihren leiht. Hm. Okay, okay, verdammt. Ich löse das Konto nicht auf. Außerdem, wie soll ein Ort wie die Zuflucht mehr Sicherheit als die Citadel bieten können? Sie haben recht. Dann bleibt uns wohl nur das Beste zu hoffen. Yep, das stimmt. Denn wenn die Reaper die Citadel auch platt machen, wo ist man dann noch sicher? Bitte besuchen Sie die Filialen von Elkos. Willkommen bei Canella Export. Eine Belan-Qualle. Die große dumme Qualle. Nein, die sind cool. Okay, es gibt ein paar neue Sachen hier. Es hat sich alles ein bisschen verändert. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Noch eine Explosion. Kaputter Screen. Unfassbar, wie viel Mühe sich die Ärzte geben, um dieses Terroristenschwein am Leben zu halten. Er liegt auf der Intensivstation? Cerberus hat ihn angeschossen. Sie glauben, er sei lediglich ein weiteres Opfer. Verwundeter Batterianer, okay. Interessant. Spectre Terminal aktualisiert. Das heißt, wir können gleich wieder nach da oben gehen. Tatort weist große Brandflecke auf. Anscheinend 3 Todesopfer. Der gesamte Bereich wurde kurz und klein geschossen. Boah. Präzise Schüsse. Ich habe gehört, dass die Geth Störtürme einsetzen, um die automatische Zielerfassung zu verhindern. Wenn wir diese Tech hätten, würde das beim nächsten Angriff auf die Citadel bestimmt ein paar Leben retten. Dafür müssen wir wahrscheinlich erstmal zu dem Geth selbst.
Wenn Sie meine Sicherheitsvideos wollen, bringen Sie mir einen Gerichtsbeschluss. Sie behindern meine Arbeit. Diese Videos könnten entscheidend für den Kriegsverlauf sein. Ich bezweifle, dass die Agenten der Reaper ihre Geschäfte in meinem Café abwickeln. Wir wollen sie doch nur beschützen. Und sie leisten dabei großartige Arbeit. Sehen Sie die Brandflecke? Genau da hat Cerberus eine meiner Bedienungen getötet. Und wo waren Sie? Hey, ich habe auch Freunde verloren. Wenn Sie die Cerberus-Informanten finden wollen, die dafür verantwortlich sind, dann geben Sie mir die Videos. Richtig, er hat recht. Kaffeebesitzer meint, hat Argumente, die halt nicht wirklich ziehen. Wenn die Videos öffentlich gemacht werden, könnte vielleicht irgendwas dabei rauskommen.